So, geht's weiter mit der neuen Runde Black Desert. Ich habe jetzt mal Space Engineers aus meinem Upload-Dingensen, aus meinem Upload-Plan in Anführungsstrichen gestrichen. Da es einfach nicht mehr wirklich angeschaut wird, beziehungsweise auch nicht wirklich Nachfragen danach gibt. Und deswegen würde ich sagen, machen wir weiter mit Black Desert und Kingdom Come im Wechsel. Und natürlich dann Fly für jeweils, also jeweils eine Folge Fly am Tag. Und ja. So, ich habe gerade mal ein Ding gelootet und habe gleich ein Osterei bekommen hier. Ein Rainbow Easter Egg. Ich weiß nicht, ob ich öffnen kann. Ne, kann man nicht. Doch, kann man öffnen. Luck increased. Okay. Okay. Increased XP, Event in Progress. Interessant. So, wir haben vor uns einmal nach die Eventmonster, nicht die Eventmonster. Die Monster für die Quest. Und müssen wir kurz schauen, dass wir irgendwie hier dann killen. Ich glaube, das sind die hier drüben. Genau, Quest Objective. Ach, das sind diese komischen Pumpkins hier, die wir schon mal gesehen haben hier. Oh, okay. So, mal looten. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel das wir davon brauchen. Lass uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Nehmen wir ein anderes Skill hier. So, okay. Was sind für komische Blätter hier, wenn wir draufsteigen? Oh, hier können wir looten. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Aber jetzt zumindest kann man nicht als gut einstufen. Okay. Jetzt kommen die Looten, oder? Wo waren das Ding her? Jetzt finde ich es nicht mehr, Mist. Da ist es. Ein Pumpkin können wir gerade looten. Ernsthaft? Get all. Oh, und wir laufen hier gerade schon ziemlich extrem, sehe ich gerade. Ich denke mal, dass das EXP-Event, was hier gerade aktuell läuft, wirklich dann relativ stark ist. Oder relativ, ja, das ist stark, das ist ein starkes EXP-Event. ja. Ein relativ hohes EXP-Event ist, oder, beziehungsweise die EXP-Rates ziemlich hoch sind von dem Event. Das ergibt gerade nicht wirklich Sinn, was ich sage. Ich merke es gerade selbst, ich weiß. Aber wir kriegen hier gerade ziemlich gute XP, wir kriegen hier 3-4% pro Mob. Und wir können was looten und so kriegen wir ähnlich viel. Wir kriegen schon wieder. Alter, was kriegen wir Schaden? Ich weiß nicht, warum das die Mobs hier so hohe Akro Range haben. Rangen. Steigerung von Range, Rangen. Ah, Quest accomplished, nice. Ich muss sagen, wir müssen wahrscheinlich darauf laufen. Ohne zu sterben am besten. Ich glaube, der Alchemist Alustin hat uns hier gerade mal beauftragt. Genau, ich glaube, nee. Na. Mal kurz schauen hier. Ah, genau, stimmt. Das finde ich gerade übrigens cool. Dass man hier automatisch den Geist spawnt, wenn man hier auf den Pfad geht. Das ist cool. Yay, Quest accomplished. Nice. So, ich habe glaube ich Heiltränke bekommen, oder? Jetzt haben wir hier noch Beginner, die haben hier, wie viel heilen die? Level 1, Level 20. 50 HP heilen die. Die anderen heilen dann 75. Okay, das ist ganz nice. So, wo ist denn die andere Quest hier? Hier blinkt ganz viel auf. Heißt es hier, dass ich den Quest nehmen kann? Ist da gerade irgendwas von Alustin? Ach so, nee, das ist die Quest, die wir angenommen haben, okay. Wie heißt denn die? Wasted Pumpkins. Da ist die Wasted Pumpkins Quest. Oh. Na gut, das ist ein bisschen blöd. So, mal schauen hier. Tee. Ne, Tee. Hallo, Tee. So, komm, lauf hin.
Also dieser Gigant da, dieser Giant. Holy shit. Investigate Pumpkins at... Müssen wir doch darauf, oder wie? Hä? Okay. Hä? Was müssen wir denn machen? Hier sind Parasiten, okay. Vielleicht müssen wir da rauf. Ich weiß es nicht. Ach hier. Okay. A pumpkin harvested from a legendary farm. Oh, jetzt haben sie sich endlich ein bisschen übersichtlicher gemacht. Hier mit einem großen, fetten, mit einem Beacon in der Mitte drin. Im Quest-NPC. Ist hier sogar ich, das ist nice. Complete, accept. Oh, und es gab irgendwie XP oder so dafür. So. Da sieht man, glaube ich, nochmal die Quest-NPCs in einem kleinen Bild drin. Okay, warte mal, was war hier gerade die... Was war die Quest hier von dem? Das war gar keine neue, okay. Na, komm. So, was haben wir sonst noch für Quests in der Nähe? Hier immer noch eine Quest. Go to Query, genau, ist die hier. Dass wir die ganzen Quests einfach so ein bisschen, ja, der Reihenfolge nach abschließen und damit wir hier nicht irgendwie 10 Minuten am Map laufen und dann irgendwie immer so eine Quest mitnehmen und irgendwie 3 liegen lassen oder so. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Genau, da vorne ist eh schon das Ziel. 260 Meter noch. Oder Schritte. Genau, nice. Und so rein subjektiv finde ich gerade, dass die FPS irgendwie in Game ein bisschen höher geworden sind. Muss nicht sein, kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich weiß es nicht. Man könnte schon schauen. Wird schon wieder mega warm hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, irgendwie normalerweise, oder wenn ihr die Heizung anhabt und dann auf einmal irgendwie so anfängt zu zocken und so. Also mir ist persönlich immer so, im Zimmer wird es immer so extrem warm. Der PC, der ist immer so wie so eine zweite Heizung, also. Ziemlich krass immer. Das Cover der Heidelberry. Accept. Jetzt können wir mit irgendwelchen Leuten reden, oder? Sonst irgendwas? Ne, aber nichts mehr. Okay. Da haben wir noch einen Typen zum Reden, glaube ich. Good spot, okay. So. Irgendwelche Konversationen. Gehen wir mal zu dem Typen hier, da ist auch nochmal irgendeine Konversation. Should pickaxe 80 required, okay. Brauchen wir schon mal irgendwas dafür, was auch immer das genau ist, weiß ich nicht. Okay, so, die Quests. Da ist mir noch eine Quest. Ich denke mal, die ist zum Abgeben, oder? Okay, so irgendwas zu löffeln habe ich jetzt gerade nicht so Lust drauf. Wo mich hier als kleine Quest. North von Heidelberry. Ich denke mal, das ist gerade die Quest, die wir aktuell angenommen haben. Northern Heidelberry. Bin ich gerade blind? Oder sehe ich den nicht? Available Quests? Achso, okay. Hä? Urban Heidel? Können wir da hinlaufen? 32 Meter, ja, das scheint hier zu sein. Ich weiß, wir hatten sogar nicht einen Esel, aber... Und hier dieser Black Spirit unten leuchtet auf. Schauen, ob der irgendwas für uns hat. Ah, der Quest, nice. So, was kriegen wir dafür? Skill EXP. Oh, und Dinger hier, Satale. Okay, nice. Und hier unten leuchtet auch noch so ein Ding auf, eine Mail. Recommended Reward. Von Dark Chevalier, 6.3. Display as a gift. Was? Gift of Repayments? Okay. Delete.
Okay, danke, Tom. Ah, Mist, kein Inventarplatz, okay. Giftletter. Send us a mail attached with a gift to who has time to give me a recommendation. Ah, okay. Nummer 1, Dark Chevalier. Recommend. Geht schon mal in beide Richtungen, okay. Nice. Gift of Repayment. No empty slot, okay. Gut, dann laufen wir mal zu der Quest hin. Ah, jetzt laufen wir gerade zur falschen Quest, sehe ich gerade. Also macht nichts. So. Oha, wie geht's denn hier auch zu? Ich erinnere mich gerade fast schon an Lotro, Lord of the Rings Online. Also Herr der Ringe Online. Da ging's genauso zu immer. Boah, das war geil, immer den ganzen Gaststätten rein und so und mega nice. Oh, jetzt gibt's eine Zwischensequenz. I heard Gorgas in Calpheon. Muss nur ganz kurz mal raustappen, sorry. Then I'd better go see what he has to say about all of this. Oh, why did you... Nee, ich wollte gerade einen Screenshot von anderen zwei Leuten machen, während die reden. Please take care of Yas. No, give me more. What the fuck? Hold on. I'll go to Calpheon instead. So, nein. Oh. Ich will schon einen Screenshot für Samtan haben. That's exactly what Eden said. Wo vielleicht beide drauf sind? Hm, Mist. Scary Sicht. Okay, jetzt hatte ich hier noch so ein Ding zum Reden. Continue, Turkey, Yummy. Okay. Was auch immer in diesem Turkey drin war. Das klingt nicht sehr... Naja, egal. Lassen wir das Thema. So, Exit. Was brauchen wir sonst noch? Wir haben hier... Okay, die reden da unten ein bisschen... Oh, hier geht's zu. Können wir nicht drüber jumpen? Ups. Das wollte ich jetzt gleich nicht machen, aber egal. Jetzt können wir drunter. Können wir ein bisschen mitfighten? Nee, schade. Das schaut gerade nicht so mittelalterlich aus, das Fight hier, muss ich sagen. Oder? Ja. Hauen irgendwie auch mehr in die Luft als sonst irgendwas andere. Eine Ausdauer, muss ich sagen. Ich möchte eine Ausdauer. Okay. Der Wirt ist hier. Okay, der Wirt ist kein Wirt. Alles klar. Okay, lassen wir das Thema. Wo können wir sonst hin? Quest wird aktuell abgegeben, das heißt, wir könnten dann hier noch hin. Commercial Power in Heidel, genau. Da muss man. Was? Der DDR gilt? Oh Gott. Okay, irgendwelche DDR-Fans oder so? Ich weiß es nicht. Boah, dieser Röste und so, das ist so krass. Mit den ganzen Kutschen, was hier alles rumsteht und so. Aber es läuft relativ flüssig aktuell. 35 FPS. Auf hohen Einstellungen ist, glaube ich, ganz gut. Ah, 35 bis 40. Ja, 30 bis 40, je nachdem. So, continue. Exit. So, neue Quest annehmen. Yep. Okay, ich glaube, es sind alles so Travel-Quests, immer hin und her laufen und... Ah, ich weiß nicht. Nicht so ganz meins. Oh, hier nochmal eine Quest. Eine Tristan-Sequenz. Das ist ein schönes Screenshot. Oder hier nochmal. So. Jetzt habe ich genug zur Auswahl für das nächste Thumbnail. Just wait and see. It's simple. Ja.
Continue, complete, yay, nice. Und nehmen gleich nochmal eine neue Quest von dem. Ist zwar, glaube ich, gerade ein bisschen in einer misslichen Lage, aber er hat trotzdem noch genug Kraft hier, um Quests, oder um Aufträge zu vergeben. Conversation, nein, das machen wir jetzt nicht. Bevor ich da wieder nur ahnungslos rumklicke und so, lieber nicht. Gut, wir sind bei 15 Minuten. Ich würde sagen, das war's erst mit der Runde. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Black Desert LP.